So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft. Letzte Folge waren wir hier ja am Minen und haben ein bisschen Gold gefunden. Hier 10 Gold. Und ja, ich würde mal sagen, diese Folge machen wir ein bisschen weiter. Und chillen hier, keine Ahnung, minen halt. Und schauen, ob wir Diamanten finden. Das war ja eigentlich unser Ziel. Jetzt haben wir ein bisschen Gold gefunden. Auch nicht schlecht, aber es geht schon besser. Diamanten zum Beispiel. So, ups, nee, hier blinkt nichts. Hier da unten ist auch Kohle. Da hinten ist irgendwas anderes. Kohle, das brauchen wir ja, weil unsere Fackeln, die gehen bald zu Ende. Also nehme ich ein bisschen Kohle mit. Das kann ja nicht schaden, also. Ich muss mich mal hier schnell umsetzen. Kohle, Kohle, das schadet nie, immer genügend dabei haben. Jopp. Das kann man sich schon geben. Jo. Aber Diamanten zu finden wird es auch nicht so schwer sein. Das müsste machbar sein. Also wenn ich es in anderen Welten schaffe, dann schaffe ich es hier glaube ich auch. Ja. Da haben wir schon ein bisschen Redstone. Das brauchen wir ja, weil wir technisches Zeugs machen wollen. Da ist Redstone halt ziemlich gut für, weil man sonst eigentlich gar kein anderes technisches Zeug machen kann ohne Redstone. Ja, wir könnten aus Redstone könnten wir zum Beispiel so eine automatische Erntemaschine machen, habe ich ja schon mal gesagt. Oder wir könnten was können wir denn noch machen aus Redstone? Ah, da ist Eisen. Auch nicht schlecht. Alles mitnehmen hier. Alles, was wir finden, müssen wir mitnehmen hier, weil ich weiß nicht, ob wir nochmal hier runterkommen. Also tun wir mal hier ein bisschen Zeugsel mitnehmen. Und ja, dann würde ich mal sagen, hier machen wir mal so einen Raum, wo wir mal ein bisschen Zeugs lagern. Also wir bauen wir vielleicht eine Kiste und einen Ofen hin. Und da können wir ein bisschen drauf zugreifen, alles mögliche. Falls wir dann doch mal hier zurückkommen sollten, machen wir uns erstmal ein paar Fackeln. Na, Stöcke hatten wir ja schon genug. So. 64 und 32 Fackeln müssten eigentlich genügen. So, zack. So, tun wir das hier alles wegmachen. So. Oh, da haben wir ein bisschen Redstone gefunden. Da wollte ich jetzt eigentlich so einen Müllschacht hinbauen, dass wir den Stein, den wir nicht brauchen, da reinwerfen können. Aber jetzt haben wir ein bisschen Redstone gefunden. Vielleicht finden wir auch ein paar Diamanten, wenn wir so nach unten graben. Das wäre eigentlich ziemlich nice. So, zack, zack. Redstone schnell mitgenommen. So. Passt, dann können wir hier Beispiel war das so eine Shift Q Tab Q Dingsbums. Na, man kann auf jeden Fall mal so ein ganzes Deck einfach nur mit Klicken rauswerfen, aber ich weiß nicht mehr, wie das geht. Ich habe keinen Plan. So, ein bisschen Stein brauchen wir. Machen wir mal ein paar Öfen. Ein paar. Nicht zu viele, ein paar reichen. Also 8 müssten eigentlich genügen. Nee, ich glaube, ich habe schon zu viele gemacht. Weil ihr braucht 8 Öfen. Das kann man wegschmeißen. Das braucht kein Mensch. Kies kann man behalten. Ja, perfekt. Ganz ehrlich. So. Vielleicht sollten wir hier so eine Sicherung hinbauen. Moment. Wir müssen eine Sicherung für Menschen, die nicht gut aufpassen, wo sie hinlaufen, müssen wir jetzt hinbauen. So, zack. Wenn wir hier sowas runterwerfen, können sie mal ausprobieren, so hier, so zack, yeah, cool. Und wir fallen nicht runter. Okay, nein, Moment, hier wollte ich noch was reintun, genau. Ein bisschen Eisen. So, dann haben wir das auch geklärt und dann können wir uns weiter bullen. Ich weiß, ihr merkt vielleicht, ich mache alles gerade ein bisschen hektisch. Aber
Ich muss auch unbedingt mal Diamanten finden. Das kann es nicht sein, dass ich schon so lange spiele und keine Diamanten finde. Das finde ich ein bisschen blöd. Deswegen muss ich mich hier mal durchbuddeln und alles Mögliche erkunden. Und Diamanten finden, das Wichtigste natürlich. So, die Spitzhacke ist jetzt auch kaputt gegangen und wir haben keine, deswegen müssen wir wieder hier hintere. Bisschen Eisen rausnehmen. So, 6 Eisen haben wir. Jetzt machen wir das weg. Zack. So, haben wir auch 2 Eisenspitzhacken. Und wir könnten eigentlich einen Baum pflanzen hier unten in der Höhle, damit sonst ist. Na. Jetzt so brutal viel Holz brauchen wir auch nicht. Weil Fackeln haben wir genügend und Sticks sind ja aus 2 Dingen Planken da. Und man kriegt relativ viel daraus. So. Mal den alten Fackeltrick anwenden. Aber hier scheint nichts zu sein. Also bauen wir uns mal weiter. Zack. Aber wir finden echt keine Diamanten. Das ist traurig. Nö, da ist wieder Kies. Habe ich keinen Bock drauf. Kies ist das Schlimmste, was einem in der Höhle passieren kann. Schlimmer als Kies geht's nicht. Es fällt immer wieder runter. Und es nervt einen einfach so dermaßen, dass, weil man die ganze Zeit abbauen muss. Man kann es dann auch nicht mit einer Spitzhacke abbauen, man muss mit einer Schaufel abbauen. Das ist blöd. Ja. So, hier hinten ist wahrscheinlich auch nichts. Nee. Machen wir jetzt wieder weiter. Zack, zack. So hier. Ach. Das ist blöd. Ich finde echt nichts. Richtig scheiße. Muss ich jetzt echt so sagen. Komm, es kann doch nicht sein, dass kein einziger Diamant hier ist. Wir sind auf Höhe 13. Das müsste passen. 13, 14 sind so die Diamantenhöhlen. Ich gehe mal wieder zurück zu unserem Dingsbums. Und von ihr aus, von hier aus. Ach komm, überall Kies. Von hier aus baue ich mich mal eins nach oben. Und in die Richtung weiter. Mal schauen, ob ich hier ein bisschen Glück habe und was finde. Oder ob ich hier weniger Glück habe als vorher und überhaupt nichts mehr finde. Jetzt können wir mal hier uns wieder in die Seiten reinbauen. Und da ist Granit, da finden wir nichts. Und da ist Kies, finden wir auch wieder nichts. Läuft schon richtig bei uns. Zwar rückwärts und bergab, aber läuft. Das ist eher, vielleicht ist da was. Wenn er da ist, immer ein gutes Zeichen, glaube ich. Weil warum sonst findet man Erde so tief? Kann mich natürlich auch irren, ja, ist klar. Aber wir können ja mal probieren. Ein Versuch ist wert, uns hier so ein bisschen durchzubuddeln. Ja, der geht ja noch relativ schnell, auch mit einer Eisenschaufel. Ja, wahrscheinlich ist hier auch nichts. Perfekt. Ich meine nicht perfekt. Unperfekt. Zack, zack, zack. Oh nee, hier finden wir nichts. Jetzt haben wir hier wieder 40 Milliarden Tonnen Erde, die wir schön in unserem Müll wegschmeißen können. So viel Erde brauchen wir. Ey, warum kann ich mich da nicht hinbauen? Ich will auch so. Okay, dann kann man hier mal schön gekonnt zubauen. Und buddeln uns schön weiter hier in die Richtung. Lalalala. Das mit den Erzen hier finde ich total unnötig. Granit und Dingsbums, weil was braucht man die? Ganz ehrlich, vor allem hier in der Höhle regen sie dann auch die ganze Zeit auf. Die sind nicht toll. Und da schon wieder so ein Granit-Teil YX-Zeugs.
Und hier auch. Mal schauen, ob hier was ist. Auch nix. So. Hier ist auch nix. Hier ist Erde. Hier auch nix. Wenn die beiden Spitzhacken am Ende sind, dann gehen wir wieder hoch. Ich will jetzt nicht 10 Folgen hier unten verbringen, um einen Diamanten zu suchen. Das ist echt traurig. Ich muss mal ganz, ganz schnell kommen. Ich mach schnell hier kurz einen Cut rein und dann komme ich gleich wieder. Tschüss. So, hier bin ich wieder. Tut mir sehr leid für die Unterbrechung. Für euch war es ja jetzt nicht lang, aber ja, ich muss schnell weg. Irgendwas holen, Kopierer. Den Kopierer, der unten im Büro steht, activaten. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich gebe es hier langsam auf, der mal zu suchen. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, okay, die Spitzhacke ist auch kaputt. Also gehe ich erstmal raus. Nimm das Ganze hier mit. So. Ein bisschen Gewinn haben wir ja gemacht. So Eisen 32 Stück und Redstone 2 Stacks 10 und Gold 10 Stück. Aber so richtig das, was wir machen wollten, habe ich leider nicht geschafft. Schade, schade, schade. Vielleicht finden wir es ja in der Höhle. Irgendwann mal in einer anderen Folge. Wer weiß, wer weiß. 5 Öfen haben wir auch noch. Öfen. Ich drücke die ganze Zeit irgendeine Taste, um das Inventar zu öffnen, weil ich es gewohnt bin, bei einem anderen Spiel es mit Tab zu öffnen. Aber dann geht es gar nicht auf. Oh, scheiße, Alter. Warum sind hier so viele mit Zombies? Geht weg. Die machen aber auch eigentlich keinen Schaden. Die sind einfach zu scheiße, ich bin einfach der PvP-Pro. So, hallo, liebe Dorfbewohner. Ah, wir haben doch noch eine Spitzhacke. Ups, übersehen, egal. Ich hab gedacht, wir haben die schon gebraucht. Egal. Jetzt kommen hier erstmal die Öfen hin. Sieht so aus wie in keine Ahnung. So, ein bisschen das kommt alles noch hier so rein. Zack, zack. Wer braucht das? Das kommt weg hier. Alles Mögliche. Ich weiß, sehr ordentlich. So. Dann wollen wir das erstmal alles mit. Ich glaube, ich mache mal eine Rohstoffkiste. Und da tue ich die ganzen Rohstoffe rein. Das klingt sinnvoll, gell? Sinnvoll. So, die Kiste machen wir mal hier hin. Zack, hier. Redstone tun wir mal ein bisschen ordnen hier. Redstone da unten. Lapislazuli hier. Kohle hier. Gold da. Eisen hier. Und Diamantos dann ganz oben, wenn wir mal welche finden würden. Aber nein. Wir finden natürlich keine Diamanten hier. Ehrlich. Jetzt sogar Bock mehr, jetzt höre ich auf. Nein, aber das ist schon ärgerlich. Yay, hier haben wir noch richtig viel Eisen. I like it. So, 2 Stack 55. Schaut echt nicht schlecht bei uns aus mit dem Eisen. Mit den Diamanten allerdings schon. Wir könnten uns mal einen eigenen Bogen machen, nicht so einen kaputten wie hier. Zack, zack, zack. Hier Hashtag wie have our own Bogen. Und wir repairen den mit dem hier. Dann kriegen wir irgendeinen Stärkeboost drauf. Okay, kriegen wir nicht. Ein bisschen Weizen kann ich da rein tun. Sonst kann ich vielleicht ein bisschen Kies. So die Basics kann ich dann vielleicht so ein bisschen sortieren. So hier so like Holz irgendwie so da unten. Ein Eimer. Spitzhacke, ein Sapling,
So. Ja, okay, das war's dann. Dann bedanke ich mich nochmal fürs Zuschauen. Diese Folge haben wir eigentlich. Moment. Eigentlich, Dingsbums nicht so viel erreicht. Bis auf, dass wir sehr viel Eisen gefahren haben und ein bisschen Redstone. Diamanten haben wir leider nicht gefunden. Da werde mal irgendeine andere Folge hingehen. Und jetzt kill ich noch schnell die Zombies hier. Okay, die ziehen mir schon ziemlich viel Herzen ab. Oh. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal und ciao.